Hey Leute, wir sind hier im fettesten Dry-Ager in der größten Reifenkammer, die es hier in der Region gibt. Voll verglast. Und wie diese Schmuckstücke hier reingekommen sind, das zeige ich euch jetzt. Heute wollen wir unseren Dry-Ager bestücken und für dieses tolle Ereignis haben wir auch ein tolles Tier geschlachtet. Das ist ein Angus-Ochse von meinem Kumpel Uli Krummkühler aus Versmold, 42 Monate alt. Und den Zuschnitt, den wir in unseren Reiferaum veredeln lassen wollen, soll ein Tomahawk werden. Und um die präsentieren zu können, müssen wir natürlich ein bisschen Hand anlegen und die Rippen freischneiden. Und warum überhaupt Dry Age? Weil Dry Age die einzige Möglichkeit ist, ein gutes Stück Fleisch noch besser zu machen. Weil das, was wir als Genuss wahrnehmen, das ist die Fleischmilchalbersäure. Und desto länger wir das Fleisch agen, das hier trocken bei uns hängen kann, desto mehr Zeit hat die Fleischmilchalbersäure sich zu bilden und zu verteilen. Und nach 28 Tagen ist der optimale Punkt, wo man davon spricht, dass die Reifung zu Ende ist und abgeschlossen ist und man von einem vollkommenen Steak spricht. Und um sowas zu schaffen, um sowas anbieten zu können, haben wir diesen einzigartigen Raum geschaffen. Wir haben hier einen klassischen Schweineschinken im mediterranen Stil geschnitten von einem Bentheimer Freilandschwein, also wirklich einem Premium-Produkt, den wir vorsalzen, um ihn im Endeffekt im Dry-Ager nachreifen zu lassen. Diese lange Reifezeit bewirkt eine absolut perfekte Aromaentwicklung, also einen richtig schönen mediterranen Touch an dem Ganzen. Und das soll auch im Endeffekt so sein, dass so eine richtig schöne lufttrockene Note, die man so von mediterranen Produkten kennt, bekommt. Und wenn ihr Bock auf dieses einzigartige Fleischerlebnis habt, dann kommt bei uns in der Senne vorbei. Wir warten auf euch.